Schauen wir uns mal an, ob das passiert ist, was der Herr Lesch vermutet hat. Viele sagen, der Coronavirus sei ein Hype und man hat viel zu übertrieben reagiert. Ich werde das Ganze aus Unternehmerperspektive beleuchten. Und wie sehe ich den Herrn Lesch? Also ich sehe den schon als einen recht objektiven Vertreter an, aber eher des Mainstreams. Also ich würde ihn definitiv nicht als alternativ ansehen, sondern wirklich eher die Mainstream-Meinung vertretend, immer eine sehr sichere Meinung vertretend, sehr wenig kontrovers, und er wird schon auch gut von YouTube nach draußen gepusht. Man sieht dann seine View-Zahlen, 7 Millionen Views. Und ich werde nach diesem Video ein Feedback geben. Schauen wir doch mal, was der gute Lesch sagt mit seinen wissenschaftlichen Hochrechnungen, die ja fast immer falsch sind. Ja, schauen wir uns mal an. Es wurde hochgerechnet, dass das Erdöl Anfang der 2000er leer gehen würde. Jetzt ist das Erdöl so billig wie noch nie. Und die ganzen OPEC-Länder, die sagen sogar, hey, wir wollen weniger Öl aus dem Boden rauspumpen, weil sonst wird das Öl so billig. Ganz klar, Angebot und Nachfrage. Das Angebot von Öl wird immer, immer, immer mehr. Unsere guten Klimawissenschaftler, ja, laut deren Hochrechnungen müsste der Nordpol jetzt schon fast wieder grün sein. Das ganze Eis hätte schon längst weggeschmolzen sein sollen. Ist es auch nicht. Laut Hochrechnungen, laut vielen, sollten jetzt schon Hunderttausende, wenn schon nicht Millionen Menschen durch Corona gestorben sein. Ist auch nicht eingetreten. Also wir sehen immer, dass sehr viele große Prognosen nicht eintreten. Zum Beispiel die ganzen Statistiker vor dem letzten Wirtschaftscrash haben alle gesagt, die Wirtschaft läuft ohne Probleme weiter. Was ist passiert? Die Wirtschaft ist gecrashed. Das heißt, wie viel kann man wirklich auf die Expertenmeinungen und wie viel kann man wirklich auf die Meinungen der Medien, auf diese Mainstream-Meinungen geben? Schauen wir uns das Ganze doch mal an, und dann gibt es hinterher Tipps im Bereich Wirtschaft, Politik und auch aus meiner Sicht des Unternehmens und auch des Unternehmensberaters. Eigentlich wollte ich heute ein Video machen zur dunklen Energie und was das Universum... Hättest du vielleicht auch machen sollen. ...darum auseinandertreibt. Aber das Coronavirus hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. Und da geht es um was ganz anderes, nämlich was unsere Gesellschaft auseinandertreibt. Auf der einen Seite einschneidende Quarantänemaßnahmen, auf der anderen Seite Meldungen, das sei alles nur Hysterie, das sei alles übertrieben. Er macht es gleich schon lächerlich. Also warum macht er die Meinung, dass es eine Hysterie sei, warum macht er diese Meinung lächerlich? Wenn er sonst alles ganz objektiv betrachtet, dann kann er doch auch diese Meinung objektiv betrachten, oder? Da sieht man gleich schon, woher er kommt. Möglicherweise rede ich heute über etwas, worüber wir in einem Monat nur milde lächeln werden. Aber zurzeit kann man nicht drüber lächeln. Denn es gibt Meldungen im Netz, da heißt es, hätte man das SARS-CoV-19 nicht entdeckt, wäre uns der Ausbruch der Pandemie gar nicht aufgefallen. Also mit anderen Worten, wenn es keine Möglichkeit gäbe, dieses Virus tatsächlich zu entdecken über die entsprechenden Tests, dann hätten wir es überhaupt nicht gemerkt. Wir würden heute einfach noch genauso weitermachen wie bisher. Das ist praktisch der Kern einer Botschaft, die mit ein paar Verschwörungstheorien garniert, jetzt inzwischen sich im Netz rumtreibt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen ich schon bekommen habe dazu. Und das wollen wir doch jetzt mal klären. Also um mal zu verstehen, wie man auf diese Idee kommen kann, dass es einen weltweiten Hype um ein Virus geben könnte. Es gab im Jahr 2009, 2010 die sogenannte Schweinegrippe. Und da hat die Weltgesundheitsorganisation auch eine Pandemie ausgerufen. Also praktisch genauso wie jetzt. Nur, das hat sich gar keine entwickelt. Das war eine der schwächsten Grippewellen aller Zeiten. Also es gab gerade mal in Europa 3000 Tote dazu. In ganz Europa. Und bei uns in Deutschland sterben je... Also man sieht ganz klar, die Schweinegrippe... Da haben auch schon viele gesagt, es war ein totaler Hype. Und es war halt auch ein totaler Hype. Deswegen, warum sollte man diese Meinung, dass es ein Hype ist, warum sollte man diese Meinung so stark runterspielen? Man sollte sie vorneweg erstmal als potenziell valide betrachten. Und jeden Tag 2500 Tote. Und bei einer normalen Grippewelle zum Beispiel sind in den Winter schon mal 40.000 Tote mehr. Und wie ist es jetzt aktuell? Wie sind jetzt die Zahlen? Naja, in ganz Europa sind 4.000 Leute gestorben.
ist doch alles noch irgendwie in der Größenordnung, die erwartbar ist. Das ist. Ich kann es gleich schon mal vorne wegnehmen. Man kann sich die Zahlen anschauen, weltweit, wie viele Menschen sind dieses Jahr gestorben und letztes Jahr. Und da tut sich nichts. Also es sind einfach die Tatsachen sprechen eine ganz einfache Sprache. Es sind nicht mehr Menschen gestorben als sonst. Und all diese Menschen, die deklariert werden als Corona-Tote, von diesen Menschen sind höchstwahrscheinlich 70% einfach nur mit Coronaviren gestorben und nicht an Coronaviren gestorben. Also der Coronavirus hat sich herausgestellt als nicht sehr tödlich. 0, Punkt, Punkt, Punkt Menschen sterben da davon. Nicht 2-8%, wie anfänglich vermutet. Also wir sind da jetzt schon einen Schritt weiter. Schauen wir mal, was der Herr Lesch sonst noch so zu sagen hat. Das ist das Argument derjenigen, die meinen, das alles sei alles Hysterie. Das sei alles total überdrehen. Machen wir Statistik und gehen den Zahlen mal tatsächlich auf den Grund. Normalerweise sterben in Italien bei einer Gesamtbevölkerung von 60 Millionen Menschen jeden Tag etwa 2000 Personen. Das schwankt natürlich für den Jahreszeit. Gestern, am 18. März 2020, waren es 475 Tote mehr. Das heißt, wir haben eine Steigerung um deutlich mehr als 20%. Und das wäre uns in der Statistik nicht aufgefallen? Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel, die Stadt Bergamo. 120.000 Einwohner. Normalerweise sterben in Bergamo 10 Personen am Tag. Und jetzt durchschnittlich seit einem Monat 20 Personen. Das heißt, die Annahme, dass wir diese Zahlen in der Statistik nicht bemerkt hätten, ist schon heute, am 19. März 2020, falsch. Und ja, aber der gute Herr Lesch, der kennt doch den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalitäten. Und es hat überhaupt nichts zu heißen, nur weil mal statt 10, 20 Menschen am Tag sterben oder statt 300, 400 eben 470 Menschen sterben, hat es doch nichts zu heißen, dass gleich eine Epidemie oder eine Pandemie ausbricht. Also, das kann man doch nicht sagen. Nur weil man sagt, ja, dieses Jahr regnet es an einem gewissen Tag 20, 30 oder 100% mehr. Also nehmen wir jetzt mal Folgendes an. Nehmen wir an, heute regnet es doppelt so viel wie letztes Jahr zu der gleichen Zeit, also am gleichen Tag. Dann kann ich doch nicht sagen, ja wahrscheinlich bricht eine Flutwelle aus. So ein Schwachsinn. Auch wenn es mal 5 Tage doppelt so viel regnet, heißt es doch nicht, dass ich gleich annehmen kann, dass eine Flutwelle kommt. Genauso, wenn mal statt 10 Menschen 20 Menschen sterben für ein paar Tage, kann ich doch nicht davon ausgehen, dass jetzt gleich 100 oder 1000 Menschen bald sterben werden pro Tag. Also die Annahme, die hinkt einfach. Ein ganz kurzer Schlenker in die Wissenschaftstheorie. Empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Und diese Hypothese ist gerade an der Erfahrung gescheitert. Nein, ist sie nicht, weil der gute Herr Lesch hier einfach ein paar Dinge zusammenwirft und Korrelation und Kausalität hier einfach nicht unterscheidet. Ja, ich bin kein Wissenschaftsgenie, aber das, was er da gerade gemacht hat, das hinkt einfach massiv. Das ist natürlich, kann uns diese Todesstatistik leiten, was unsere Handlung betrifft? Man kann sich das immer vornehmen. Wenn Sie nur nennen, wir haben 2.500 Tote im Durchschnitt in Deutschland pro Tag. Und jetzt kommt ein Amokläufer und knallt 10 Leute ab. Kann man da so argumentieren, dass man den ja auch nicht mehr weiterverfolgt, weil 10 Leute, 10 zusätzliche Tote, das fällt ja statistisch gar nicht auf? Natürlich nicht. Natürlich verfolgt man einen Amokläufer, aber was hat denn ein Amokläufer damit zu tun, dass vielleicht potenziell ein Krieg ausbricht? Also die Beispiele hier. Also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch bin, aber ich finde diese Beispiele einfach sehr, sehr, sehr unzutreffend. Und es kann auch nicht sein, dass wir durch die Verhinderung von irgendwelchen Maßnahmen unser Gesundheitssystem so... Weil jetzt ab und zu mal Amokläufer rumlaufen, sollen wir uns deswegen jetzt auch alle zu Hause einsperren. Ja, es gab eine Zeit in Deutschland, da gab es... Ja, sehr viele Immigranten, da war häufig der Fall, dass Frauen vergewaltigt werden. Ja,
sollen jetzt alle Frauen zu Hause bleiben, nur weil halt potenziell jetzt mehr Frauen vergewaltigt werden. Also passt einfach nicht. So überlasten, dass die Ärztinnen und Ärzte dort in eine Situation kommen, in der niemand, wirklich absolut niemanden zumuten kann, nämlich zu triagieren. Die Triage stammt im Grunde aus der Situation im Krieg. Wir haben Lazarett, also wir haben eine bestimmte Anzahl von Betten, wir haben eine bestimmte Anzahl von Geräten. Wem, wenn ich jetzt eine große Menge von Krankheit habe, wem lasse ich diese Geräte jetzt zukommen? An wen schließe ich zum Beispiel an ein Beatmungsgerät an? Reagieren heißt sortieren, eigentlich aussortieren. Das kommt aus einer totalen Mangelsituation heraus, wenn es nämlich einfach nicht mehr anders geht. Es kommt also erstens mal ist es so, diese Mangelsituation, die gab es im Endeffekt nur in Italien. Und da sind die von Haus aus schon schlecht aufgestellt. Das ist einfach so, das kann man nachrecherchieren, das ist Fakt. In Deutschland sind wir noch weit unter den Kapazitätsgrenzen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage, und zwar immer zu dieser Wenn-Dann-Frage. Was so oft gemacht wird, ist, wenn man etwas durchsetzen will, dann macht man eine Art der Propaganda. Und zwar, man nimmt immer das schlimmste Bild. Ja, stell dir doch mal vor, da kommt ein 50-jähriger Mann und da ist eine 70-jährige Frau und es gibt nur noch ein Bett. Ja, wem gibt man dieses Bett? Dann muss einer sterben, dann muss der Arzt Gott spielen und dann sterben da Leute und dann zeigt man irgendwie Bilder von China, wo da Leute mit Maske rumlaufen und man will die Leute emotionalisieren. Also Propaganda heißt, man erklärt einfach Dinge nicht sachlich mit den Zahlen, wie sie wirklich sind, sondern man ruft den Menschen immer ganz schlimme Bilder in den Kopf. Das war ähnlich wie beispielsweise beim Irakkrieg. Was wurde da gemacht? Ja, schau, da werden Giftgase gegen das eigene Volk verwendet und die entwickeln da Giftgase und da ist ein Diktator und die nehmen da Babys aus dem Krankenhaus und schmeißen die gegen die Wand und da wird immer irgendwas extrem Dramatisches gezeigt, um dann folgenden Effekt zu erzielen. Wenn man dann sagt, ja du, ich bin aber eigentlich gar nicht dafür, dass wir jetzt alle in Quarantäne gehen. Ja, du bist ja ein schlechter Mensch, weil stell dir doch mal vor, würdest du dann diesen Ärzten zumuten, dass die zwischen zwei Menschen entscheiden wollen? Oder zum Beispiel beim Irakkrieg, die Amerikaner, die gegen den Irakkrieg waren, da hat man dann wirklich gesagt, ja du bist ja ein schlechter Mensch, wegen solchen Leuten wie dir können die Irakis potenziell Giftgasattacken in der ganzen Welt machen. Und stell dir das doch mal vor, du bist also quasi gegen die Sicherheit aller Menschen. Und dann wird das immer weiter gesponnen. Das sind also Argumente, sowas darf man, also es ist, ich finde schon unverantwortlich, solche Argumente zu machen. Diese propagandaartigen Argumente. Und dann Menschen, die dann da dagegen reden, werden immer gleich als unmoralisch, als unmenschlich dargestellt. Wenn jemand sagt, du pass auf, man sollte eigentlich jetzt diese harten Einschränkungen nicht machen. Ja, du bist ja unmenschlich. Es wird immer gleich so aufgebaut mit genau solchen Argumenten, dass man die Leute, die die Maßnahmen in Frage stellen, gleich als unmenschlich abschießen kann und sagen kann, hey, das ist ja deine Meinung, die ist ja völlig inakzeptabel. Und dann wird eben nicht mehr auf sachlicher Basis argumentiert, sondern auf emotionaler Basis. Und genau das erwarte ich eigentlich von einem Wissenschaftler, von diesem Lesch, erwarte ich eigentlich genau, dass er logisch argumentiert und nicht emotional. Es kommen viel, viel mehr Patienten an, als wir in den Krankenhäusern überhaupt noch behandeln können. Ja, und das passiert ja die ganze Zeit, obwohl es nie passiert ist und immer noch die Krankenhäuser darauf warten, bis endlich Patienten kommen, weil es viel weniger Patienten sind. Wir diesen Zustand erreichen, so wie das jetzt in Italien tatsächlich ja schon passiert ist. Das ist das Ende der Zivilgesellschaft. Das Ende! In Deutschland von der Situation der Triage entfernt. Dazu muss man wissen, dass ungefähr 5% der an Covid-19 erkrankten Patienten... Und jetzt, das könnt ihr euch selber anschauen, jetzt kommen wieder die wildesten Hochrechnungen, die natürlich absolut nicht eingetreten sind. Ja? ...beatmungspflichtig sind. Und dazu muss man nun wieder wissen, dass eine Beatmung alles andere als eine einfache, ja, ich gebe dir ein bisschen mehr Sauerstoff, sondern eine Beatmung ist eine medizinische Hochleistung, die nur von Expertinnen und Experten durchgeführt werden kann und die sehr empfindlich ist. Und der kleinste Fehler kann für den Patienten tödlich sein. Eine Beatmung ist eine traumatische Erfahrung
Das will man eigentlich nicht. Nach Angaben der Experten haben wir in Deutschland 28.000 Intensivbetten in den Krankenhäusern. Die meisten sind inzwischen mit Beatmungsgeräten. Ja, und anstatt die ganze Wirtschaft zuzusperren, wäre es vielleicht einfach mal sinnvoll gewesen, vielleicht nochmal 28.000 Intensivbetten herzurichten oder ein paar Krankenhäuser zu bauen. Ja? Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, wie die ganze Wirtschaft an den Rand des Kollapses zu treiben. Denn wie viele Leute werden jetzt, weil sie pleite gehen, Selbstmord begehen? Wie viele Leute werden in Depression fallen? Wie viele Leute werden psychische Probleme kriegen, die sich dann in körperlichen Krankheiten äußern? Wird hier in keinem Satz erwähnt. Ausgerüstet, die Bundesregierung hat gerade 10.000 neue Beatmungsgeräte geordert. Das wird sich allerdings über das Jahr hinziehen. Ja, und dann haben wir zurzeit, nach Angaben von Experten, eine Auslastung von rund 80% dieser Intensivbetten. Und wiederum, die Krankenhäuser teilen mit, wenn man also verschiebbare Operationen verschiebt, dann lässt sich ungefähr die Hälfte der Intensivbetten jetzt zur Verfügung stellen für diese Epidemie. Das heißt, wir hätten in Deutschland auch die Musik im Hintergrund, ich finde es wirklich schon manipulativ. Also man weiß, nur 7% der Sprache sind die eigentlichen Wörter, die man spricht. Der Rest ist artikulieren, gestikulieren. Und ich finde, Herr Lesch, der dramatisiert es schon ganz schön. Und dann auch diese Musik im Hintergrund. Also ich muss persönlich zugeben, ich finde es manipulativ schon. 14.000 Intensivbetten mit Beatmungsapparaten zur Verfügung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie groß darf denn die Menge an Neuinfizierten pro Tag sein? Bei jeweils 5% Patienten, die beatmungspflichtig sind, damit das Gesundheit... Auch das ist niemals eingetroffen. Also niemals 5% der Leute, die diesen Coronavirus bekommen, brauchen Beatmungsgeräte. Ist einfach nicht eingetreten. Ja, die Zahl, die liegt da deutlich drunter. Das System nicht zusammenbricht. Dazu ist es notwendig zu wissen, wie lange ein Patient beatmet werden muss. Im Allgemeinen ist das so um eine Woche rum. Dann können pro Tag 2.000 neue Patienten... Und nochmal, ich will nicht sagen, dass es keinen Coronavirus gibt, aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen und auch aus der Erfahrung von vielen Kollegen. Ich habe jetzt 3 Leute, die ich kenne, die mussten ins Krankenhaus und die mussten an ein Beatmungsgerät. Ich hatte aber letztes Jahr kannte ich 6 Leute, die mussten an Beatmungsgeräte. Da wurde das Ganze halt anders genannt. Dann war es eben eine Lungenentzündung. In dieses Gesundheitssystem eingebracht werden und die können beatmet werden. Wenn wir jetzt von den 5%, nämlich den 2.000 pro Tag, hochrechnen auf 100%, dann können wir damit die Grenze für das deutsche Gesundheitssystem definieren, nämlich 40.000 Neuinfizierte am Tag. Das ist die Grenze. Und wann erreichen wir die? Gestern hatten wir eine Zunahme von 3.000 Neuinfizierten. Am Tag zuvor von 2.000, am Tag zuvor von 1.200, am Tag zuvor von 900. Das heißt, wir haben einen Anstieg in der Neuansteckungsrate oder in der Infiziertenrate, wie man will, von ungefähr zwischen einem Viertel und einem Drittel. Wenn wir jetzt mal mit einem Drittel rechnen, dann haben wir, und das muss ich jetzt ablesen, heute 4.000, morgen hätten wir 5.300, dann hätten wir übermorgen 7.000 und so weiter, geht es immer weiter. Und in 8 Tagen hätten wir 39.000 Neuinfizierte. Ohne Gegenmaßnahmen, bei ungebremstem exponentiellem Wachstum mit einem Viertel oder einem Drittel, wie wir das momentan sehen, ist das deutsche Intensivmedizinsystem bei einem Drittel in 8 Tagen, bei einem Viertel in 11 Tagen an seine Grenzen angekommen. Unsere Rechnung passt ziemlich gut zusammen mit einer Rechnung, die das Imperial College in London veröffentlicht hat. Demnach würde es ohne Gegenmaßnahmen, wenn überhaupt nichts gemacht werden würde, in Großbritannien, also im Vereinigten Königreich, 500.000 Leute sterben und in den USA 2,2 Millionen sogar. Ja, man muss sich mal Statistiken darüber anschauen, wie viele Statistiken stimmen. Also laut Statistik sind einfach 90% der Statistiken falsch. Das heißt, mit diesen ganzen Zahlen, lieber Herr Lesch, rumzudoktern, ich finde es fast schon unseriös. Also wirklich. Ja, ein wissenschaftlicher Versuch ist was ganz anderes. Und ein Wissenschaftler ist auch nicht unbedingt
jemand, der die ganze Zeit Statistiken aufstellt, ja, sondern der macht Versuche, schaut sich die Versuche an und baut dann aus wirklich echten Resultaten, baut er Modelle. Aber das, was hier gemacht wird, ist nur rein Prognosen. Und geht doch mal selber jetzt ins Internet, wie viele Leute sich wirklich angesteckt haben. Viel, 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 viel weniger. Also, ich werde im Bereich solcher Themen den Herrn Lesch nicht mehr aufsuchen, denn für mich war einfach dieses Video rückblickend jetzt einfach unzutreffend. Und was habe ich jetzt am Schluss noch zu sagen? Folgendes. Ja, der Corona-Test, der funktioniert bei vielen Menschen vielleicht nicht, aber es gibt einen anderen Test, der funktioniert wirklich. Den werde ich hier in die Beschreibung reinpassen, und zwar mein Unternehmer-DNA und mein Unternehmer-Level-Test. Da kann man herausfinden, was für eine Unternehmer-DNA man hat, was für ein unternehmerisches Level man aktuell hat und welche Geschäftsmodelle zu einem passen und wo man den Fokus setzen sollte mit Teampartnern, aber eben auch schwerpunktmäßig fachlich, ob man eher ins Marketing soll, in den Verkauf, Vertrieb oder Ähnliches. Ja, auch sehr gut geeignet für Mitarbeiter. Und der zweite Link wird sein, ich habe ein Unternehmerforum auf Facebook, das ist komplett gratis, da dort beizutreten. Und dort besprechen wir die folgenden Themen. Digitalisierung von Marketingprozessen, auch jetzt gerade in dieser Phase hochwichtig für Unternehmer. Wie kann ich online Neukunden generieren? Dann, wie kann ich online digitale Vertriebsprozesse aufbauen? Ja, wie komme ich an Kunden ran, egal ob ich jetzt ein Softwareunternehmen bin, ob ich ein Einzelhandel bin, ob ich ein Handwerker oder Ähnliches bin, dann wie kann ich meine internen Prozesse digitalisieren, Mitarbeiterakquirierung und auch Mitarbeiterausbildung digitalisieren und vieles mehr. Also gerne diese beiden Links unter dem Video anschauen, diesen Gruppen beitreten. Bis zum nächsten Video, das war's von meiner Seite. Ihr könnt mir gerne Videos in die Kommentare reinschreiben, die ich mal reviewen soll. Es geht hier wirklich um Politik, Unternehmertum, Marketing, Verkauf, all solche Themen. Und ich interviewe auch gerne Gäste. Und da könnt ihr mir also auch Gäste reinschicken im Bereich Wirtschaft, Politik, Unternehmer, Spezialisten, Marketer etc. Bis dann.